Also das Young Economic Summit, das YES, ist auch für uns als Stiftung ein ganz wichtiger Baustein in unserer Programmarbeit. Die Jugendlichen von heute sind die Menschen, die in Zukunft mit den Lösungen, die heute erarbeitet, mit den Lösungen, die heute umgesetzt werden, auch leben müssen. Sie sind die Entscheidungsträger von morgen. Insofern ist es ganz wichtig, auch so eine Plattform zu haben, wo die Jugendlichen mit ihren Ideen, die sie erarbeiten, auf Entscheidungsträger von heute treffen, um da einen gemeinsamen Dialog herzustellen. Das YES war halt, wie gesagt, einfach eine neue Erfahrung, einfach mal dazustehen und von so vielen Leuten auch zu reden. Das ist ja auch was ganz Neues für Schüler, was man zum ersten Mal im Leben macht. Und ich muss sagen, das hat mich auch so jetzt geprägt, einfach auch einfach so an einer Idee zu arbeiten und da wirklich versuchen, das durchzusetzen, versuchen, da mal was zu bewirken. Und das hat mich wirklich beeindruckt, was da zustande kommen kann. Ich finde, das ist eine großartige Idee, dieser Young Economic Summit, weil er es jungen Menschen ermöglicht, wirklich zukunftsweisende Ideen zu entwickeln, gegebenenfalls sogar auszuprobieren und auf den Weg zu bringen. Ich habe mich sehr gefreut über die Idee einer Plattform für die Unternehmensgründung, für eine Start-up-Gründung. Das ist natürlich ein Thema, was uns hier im Haus auch sehr am Herzen liegt und von daher haben die unseren Nerv getroffen. Ich habe mich wirklich gefreut, der Frau Tsipras mal gegenüberzutreten und mal ins Wirtschaftsministerium zu gehen. Denn ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mit 17 hier mal durch diese Tür gehe und hier einen roten Teppich im Wirtschaftsministerium hochlaufe.